Vor 80 Jahren hatte sich die Weltherrschaft des weißen Mannes so konsequent ausgeweitet, dass praktisch der ganze Globus als exklusiver Kolonialbesitz der europäischen Mächte erschien. Die neu entdeckten Kontinente wurden von europäischen Migrationsströmen besiedelt. Als Schlachtfeld der Zukunft hatten wir lange vor dem Anschlag auf das World Trade Center die weitgehend unbekannten Gebiete Zentralasiens bezeichnet. Inzwischen hat das Ende der Sowjetunion völlig neue Strukturen und auch Gefahren heraufbeschworen. Das Scheitern Amerikas in zwei Regionalkonflikten, in Irak und in Afghanistan, hat die Welt verblüfft. Ein Aufbruch ins Ungewisse findet statt. Europa erscheint plötzlich, wie Paul Valéry es voraussagte, als ein Kap Asiens. Als der kasachische Präsident Nursultan Nazarbayev seine Hauptstadt aus Almaty im lieblichen Südosten seiner Republik in die trostlose Steppe des Nordens nach Astana verlagerte, haben das viele als Zeichen asiatischer Despotie und Willkür gedeutet. Die kolossalen, prätentiösen Bauten, die dort entstanden, legen den Vergleich mit den architektonischen Extravaganzen der Golfemirate nahe. Aber in Astana könnte sich das Zentrum einer neuen asiatischen Macht abzeichnen. Die ursprüngliche Hauptstadt Almaty lag für die Ambitionen Nazarbayevs wohl zu nahe an der chinesischen Grenze. Hier sollte auch gegenüber Russland ein Zeichen kasachischer Souveränität gesetzt werden. Eine bescheidene orthodoxe Kirche steht als Symbol für die geschwundene russische Präsenz. Die slawische Bevölkerung hatte durch die systematische Besiedlungspolitik der Zaren und vor allem die Neulandgewinnung Nikita Chruschtschows fast 50% der dortigen Bevölkerung ausgemacht. Heute ist eine Vielzahl der russischen und ukrainischen Pioniere wieder in ihre Heimatländer abgewandert. Verlassene Dörfer geben Kunde von dem Exodus. Den Gesichtern der orthodoxen Gläubigen sieht man diese stillschweigende Verdrängung an. Zur gleichen Zeit veranstaltet Nazarbayev, der frühere Sekretär der Kommunistischen Partei, Triumphfeiern zum 11. Gründungstag der Hauptstadt Astana. Aus dem hohen Funktionär der KPDSU ist ein Emir und Sultan orientalischen Stils geworden, der auch mit großem Aufwand den eigenen Geburtstag feiern lässt. Für die Nationalfahne seines nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gegründeten riesigen Steppenstaates hat er die blaue Standarte des mongolischen Eroberers Chinggis Khan gewählt. In den Gesichtern der Gardesoldaten spiegelt sich die Härte jener asiatischen Horden, die 3 Jahrhunderte lang das europäische Russland beherrscht hatten. Wer kann es den Untertanen Wladimir Putins verdenken, wenn das Trauma des Tatarenjochs in ihrem Unterbewusstsein weiterlebt? Wie sollten sie sich nicht daran erinnern, dass der Khan der Goldenen Horde, der sich zum Islam bekehrt hatte, die russischen Fürsten zu seinen Vasallen erniedrigte?
Es geht heute ja nicht nur um die ehemals sowjetischen, meist von Turkvölkern besiedelten Republiken in Zentralasien. Innerhalb Russlands selbst lebt eine Minderheit von rund 25 Millionen Muslimen und Asiaten. Über den Ural erstreckt sich deren Siedlungsgebiet von der autonomen Republik Baschkortostan bis nach Tatarstan an der mittleren Wolga. Noch hält sich dort der tatarische Unabhängigkeitsdrang in Grenzen. Der Islam in der Hauptstadt Kasan ist weit von der blutigen Virulenz entfernt, die die muslimischen Republiken des Kaukasus heimsucht. Iwan der Schreckliche hatte einst den Kreml von Kasan erbauen lassen, um seinen entscheidenden Sieg über die Tataren zu feiern. Heute ist es ein bedrohliches Zeichen, dass über den blauen Zwiebeltürmen der christlichen Orthodoxie die gewaltige Kuppel der Moschee Kul Scharif die alte Festung beherrscht und ihre Minaretts in den Himmel bohrt. Was wäre Kasachstan ohne seinen immensen Reichtum an Erdöl und Erdgas? Der sandigen Wüstenzone am Kaspischen Meer merkt man kaum an, welche politischen und wirtschaftlichen Spannungen sich hier anstauen. Moskau versucht natürlich, in diesem Umfeld seinen Vorrang zu bewahren. Amerika wirkt auf Nazarbayev ein, damit er seine Pipelines nach Westen ausrichtet und Russland sowie Iran ausgrenzt. Inzwischen wurde jedoch eine Rohrverbindung gebaut, die durch die endlose Öde Kasachstans die Volksrepublik China mit diesen unentbehrlichen Rohstoffen beliefert. Ein letzter Eindruck am Rande. Im Zentrum dieses gewaltigen Erdölreviers erhebt sich eine bescheidene Moschee. Deren Imam hat seine religiöse Ausbildung im afghanischen Kunduz erhalten. So weit reichen die zentralasiatischen Querverbindungen. Das gilt auch für Kirgisistan. In diesem Winkel Kirgisistans sind wir nur ein paar hundert Meter entfernt von China, von der Westprovinz Xinjiang. Und man mag es in der übrigen Welt glauben oder nicht, hier ist ein gewaltiges geostrategisches Spiel in Gang gekommen. The Great Game, hat einst Kipling gesagt. Aber die Pachter und Kontrahenten sind ganz andere. Großbritannien ist zu einem Vasallen der USA geworden. Und Russland hat sich weit nach Norden zurückgezogen, nach Westsibirien, bis auf den Ural. Und kann sich glücklich schätzen, wenn die früheren Sowjetrepubliken Zentralasiens einen Damm bilden gegen das Vordringen des militanten Islamismus. Was Amerika nun betrifft, Petroleum hin und Petroleum her, man ist dort angewiesen auf die Nachschubwege durch die GUS-Staaten und durch Russland für den Einsatz in Afghanistan. Und das wird seine Folgen haben. Und schließlich, das mag man in Europa gerne hören oder nicht, die wirkliche Hegemonialmacht in diesem Raum ist die Volksrepublik China. Da mag man dann in Berlin darüber diskutieren, ob Deutschland am Hindukusch oder gar im Pamir verteidigt wird. Eines ist sicher, Europa spielt hier keine relevante Rolle mehr. Es bedarf blutiger Unruhen, um die Aufmerksamkeit der Medien aufzuschrecken. Im südlichen Marktzentrum Osch stoßen alle Gegensätze Zentralasiens aufeinander. Vor allem die Feindschaft zwischen den beiden Völkerschaften, der Kirgisen und der Usbeken. Stalin hatte sie nach dem Prinzip Teile und Herrsche in unsinnige Staatsgrenzen gepresst. Von der blühenden Geschäftigkeit der Metropole Osch, wo einst alle Rassen Asiens wetteifernd ihren Handel trieben, ist heute wenig übrig geblieben. Osch befindet sich bereits in jenem Ferganatal, dessen größter Teil seinerzeit der Sowjetrepublik Usbekistan zugeschlagen wurde.
Der Machtanspruch von 25 Millionen Usbeken lastet nicht nur auf Kirgisistan. Im Ferganatal hatte sich der Widerstand der islamischen Gotteskämpfer, der Basmachi, wie man sie nannte, bis in die 30er Jahre gegen die Sowjets erhalten. Statt Chinggis Khan haben die Usbeken den fürchterlichen Eroberer und Schlächter Tamerlan oder Timur Lenk auf den Sockel gehoben und feiern ihn mit pompösen Opern. Islam Karimovka. Ihr Diktator Karimov schreckt offenbar nicht davor zurück, mit dieser Geißel der Menschheit verglichen zu werden. Auf den Weideflächen von Kirgisistan ist die Zeit stehen geblieben. Die Juchten der Nomaden gruppieren sich wie zur Epoche Chinggis Khans. Der Felshügel Taht-i-Süleyman oder Salomonberg, der die Stadt Osch überragt, ist bis auf den heutigen Tag ein Treffpunkt schamanistischer Bräuche geblieben. So versuchen hier weiß gekleidete Frauen, eine von Dämonen besessene, von ihren bösen Geistern durch Stockschläge zu befreien. Von diesem Salomonberg aus war seinerzeit auch Sahruddin Babur aufgebrochen, um sein indisches Großreich der Mogulen zu errichten, dem erst die erobernden Engländer ein Ende bereiteten. Die Gegenwart ist ernüchternder. Da hat sich eine Hochzeitsgesellschaft, die vom blühenden Sumpf der Korruption profitiert hat, am soldatischen Ehrenmal aus der Sowjetzeit getroffen. Von dort wandelt das Brautpaar auf die mächtige Lenin-Statue zu, die dem Wechsel der Zeiten bisher widerstanden hat. In der Hauptstadt Kirgisistans in Bischkek, das einst Frunse hieß, sind andere Denkmäler aus der marxistischen Vergangenheit erhalten geblieben. Da reitet General Frunse, der mit den Brigaden seiner Roten Armee Zentralasien eroberte, weiterhin auf stolzem Ross. Die kirgisische Kolchosführerin Urkuya Saljewa, die aufgrund ihrer kommunistischen Überzeugung vom islamischen Widerstand ermordet wurde, reißt sich mit trotziger Geste den Schleier vom Gesicht. Wird das kleine Kirgisistan den weit mächtigeren Nachbarstaaten auf Dauer gewachsen sein? Die bescheidenen Streitkräfte wären im Ernstfall wohl auf das Wohlwollen Moskaus angewiesen. Schon gewinnt die Religion des Propheten Mohammed in diesem bislang nur oberflächlich islamisierten Territorium an Zulauf. Bedrohlich für die jetzigen Machthaber, die sich in bitteren Fehden gegenüberstehen, ist die Tatsache, dass es vor allem junge Kirgisen sind, die sich hier zum Freitagsgebet in Bischkek versammeln. Unmittelbar neben der Hauptstadt hat die US Air Force einen mächtigen Stützpunkt eingerichtet. Die Basis von Manas ist unentbehrlich geworden für den Nachschub der amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan. Hier sind die jüngsten Verstärkungen aus USA in voller Kampfausrüstung angetreten. Sie stehen fast so unbeweglich wie die tönernen Grabwächter des chinesischen Gründungskaisers Qin Shi Huangdi in Xi'an.
In den Gesichtern der GIs spiegelt sich die Ungewissheit über das Schicksal, dem sie am Hindukusch entgegensehen. Afghanistan ist gewissermaßen zum gordischen Knoten ganz Zentralasiens geworden. Und kein Alexander der Große ist in Sicht, der ihn mit seinem Schwert zerschlagen würde. Hat wirklich alles mit der islamischen Revolution des Ayatollah Khomeini im Iran begonnen, in jenem Jahr 1979, als Khomeini seinen Gottesstaat gründete? Seit dieser Statthalter des verborgenen Imam gestorben ist, ist auch der religiöse Eifer, zumindest in der Hauptstadt Teheran, zum Erliegen gekommen. Als im Juni 2009 Hunderttausende auf die Straße gingen, um gegen die Wiederwahl des Präsidenten Ahmadinejad zu protestieren, haben viele daran gezweifelt, ob die Islamische Republik Iran Bestand haben würde. Der oberste geistliche Führer, Ayatollah Khamenei, verfügt bei weitem nicht über das Charisma, die geradezu prophetische Ausstrahlung seines Vorgängers Ruhollah Khomeini. Aber Teheran stützt sich inzwischen auf andere Kräfte als die schiitische Geistlichkeit. In den Revolutionswächtern, in der ideologisch verhärteten Elitetruppe des Regimes, den Pasdaran, sehen die Experten ein zum Äußersten entschlossenes Potenzial, das amerikanischen oder israelischen Angriffen widerstehen könnte. Mit der Sperrung der Straße von Hormus am Ausgang des Persischen Golfes durch Schnellboote und Raketen, durch die Versenkung von ein paar Riesentankern, wäre die Islamische Republik Iran in der Lage, die weltweite Petroleumversorgung aus den Angeln zu heben. Im Westen wird immer wieder behauptet, die Islamische Republik Iran sei der große Brandstifter im Orient, und andere stehen ziemlich ratlos vor den Rätseln, die das Regime von Teheran zweifellos aufgibt. Aber eines ist sicher: Als der Iran des Ayatollah Khomeini von Saddam Hussein angegriffen wurde, hat der Imam auf den Bau einer Atombombe verzichtet. Und es gibt auch eine Fatwa von höchster geistlicher Autorität, die besagt, dass die Atombombe unislamisch ist. Andere mögen hingegen denken, dass der Iran, der umgeben ist von mehr oder weniger feindseligen Staaten und Armeen, die über die Atombombe verfügen, seinerseits über ein nukleares Abschreckungspotenzial verfügen müsste. Der ganze Orient bewegt sich in Richtung auf einen Zustand von Chaos und Anarchie. Man denke nur an den Irak, wo nichts geregelt ist, oder an Afghanistan, das am Rande des Abgrundes steht, oder auch an Pakistan und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion in Zentralasien. In diesem Umfeld erscheint die schiitische Republik Iran als ein Element der Stabilität, auf das man eines Tages vielleicht zurückgreifen muss, um eine Konsolidierung der ganzen Region zu erreichen. Aber um das zu erkennen, ist der Westen noch nicht reif. Der iranische Präsident Ahmadinejad ist in den Südlibanon aufgebrochen. Dort findet er bei den todesbereiten Kämpfern der schiitischen Hisbollah seine vorzüglichsten Verbündeten. Die unmittelbare Nachbarschaft zu Israel, dessen Armee von der Hisbollah aus dem Südlibanon vertrieben wurde, heizt die allgemeine Gefahrensituation an. Der triumphale Empfang, der Ahmadinejad in Bin Jbeil zuteil wurde, dürfte in Jerusalem und Tel Aviv böse Ahnungen geweckt haben.
gehört Ahmadinejad jener schiitischen Sekte an, der Hojjatiyye, die sich in Endzeitstimmung auf das messianische Erscheinen des 12. Imam und die Schaffung seines Reichs der Gerechtigkeit vorbereitet. Vor den Kuppeln der Moschee von Jamkaran sammeln sich die Anhänger dieser Bewegung, die man mit gewissen Evangelikalen Amerikas vergleichen kann. Die Masse der Iraner befindet sich längst nicht mehr in einem Taumel der Religiosität. Die Frage stellt sich heute, wie die schleichende Verweltlichung Auswirkungen auf den benachbarten Irak haben kann, wo weite Teile der Bevölkerung dem Kult des verborgenen Imam noch näher stehen als die Perser. Das Heiligtum von Samarra wird von den Schiiten besonders verehrt, weil dort der 12. Imam al-Mahdi der Legende gemäß seinen Häschern entkam. Seitdem, so heißt es, regiere er aus der Okkultation die Welt. Im Jahr 2006 wurde die Moschee von Samarra durch einen Anschlag sunnitischer Fanatiker gesprengt. Dadurch wurde ein konfessioneller Bürgerkrieg zwischen Schiiten und Sunniten ausgelöst, der unzählige Opfer forderte. Die Angehörigen der jeweiligen Konfessionen flüchteten in abgetrennte, stark befestigte Refugien. Der Irak stand am Rande des Abgrundes. Der amerikanische General Petraeus glaubte damals, das Schlimmste verhindert zu haben, indem er die sogenannte Surge, die Verstärkung der US-Streitkräfte um 30.000 Mann, anordnete. In Wirklichkeit nahm das Toben des mörderischen Wahnsinns ab, als die sunnitischen Stammesführer erkannten, dass der Abzug der Amerikaner aus dem Irak nur noch eine Frage von höchstens 3 Jahren sein würde. Danach, so befürchteten sie, wären sie auf alle Zeiten dem Führungsanspruch der verhassten und verachteten schiitischen Mehrheit ausgeliefert. So kam es zu einer Versöhnung der sunnitischen Partisanenverbände mit der amerikanischen Besatzungsmacht, die sie vorher heftig bekämpft hatten. Das US-Kommando versuchte seinerseits mithilfe sogenannter Erweckungskomitees, der Sahwa, die sunnitischen Kampfverbände so zu stärken, dass sie den Schiiten Widerstand leisten könnten. Damit wollten sie dem drohenden Einfluss des schiitischen Iran auf Mesopotamien Einhalt gebieten. In der Pilgerstadt Karbala, wo die glühend verehrte Heldengestalt der Schiiten, der Imam Hussein, unter einer goldenen Kuppel ruht, haben wir versucht, die wahren Absichten der dortigen hohen schiitischen Geistlichkeit zu ergründen. Trauernde Pilgergruppen aus Iran säumten die Straße, als wir unseren Weg zwischen Betonwänden suchten, um den Groß-Ayatollah Taqi al-Mudarisi zu befragen. Von seinen Aussagen blieb uns vor allem die gebieterische Forderung haften, dass die sunnitischen und kurdischen Minderheiten zwar an der Regierung des Irak beteiligt sein könnten, dass aber die letzte Entscheidung in allen staatlichen Angelegenheiten bei einem schiitischen Politiker liegen müsse. Ehe er sich auf sein irakisches Abenteuer einließ, hätte George W. Bush einen Blick auf die heute zwischen Kurden und Arabern heiß umkämpfte Stadt Mosul, vor allem aber auf das benachbarte Ninive,
die uralte Metropole Assyriens werfen soll. Die geflügelten Stiere, die bärtigen Götzen des Baal-Kultes, hätten den zutiefst bibelgläubigen Präsidenten der USA vor den dämonischen Kräften gewarnt, die hier fortzuwirken scheinen. Es war ein anmaßender Wahn, in Mesopotamien einen Leuchtturm der Demokratie und der Menschenrechte errichten zu wollen, der zudem noch auf die benachbarten Staaten des Orients einen positiven Dominoeffekt ausüben würde. Auch die Stadt Kerbela, die Hochburg des schiitischen Glaubenszweiges und des schiitischen Märtyrerkults, ist in eine betonierte Festung verwandelt worden. Die Bevölkerung und der Klerus hier diskutieren vor allem zwei Fragen. Da ist zunächst einmal der Abzug der Amerikaner, der einerseits natürlich begrüßt wird als eine Befreiung von einer fremden und ungläubigen Besatzung. Aber andererseits lehrt die Erfahrung, dass das Ende einer Besatzung auch verbunden ist mit blutigen inneren Wirren. Und manche, auch unter dem hohen Klerus, befürchten, dass das schlimmste Kapitel im Irak noch bevorsteht. Und dann die andere Frage ist der Einfluss des Iran. Im Westen wird oft gesagt, dass der wirkliche Sieger im Krieg, den George W. Bush auslöste, die Islamische Republik Iran gewesen sei. Aber hier stellt man fest, dass doch ein erheblicher Unterschied besteht zwischen der Mentalität und sogar zwischen der theologischen Auslegung, zwischen den arabischen Schiiten des Irak und den persischen Schiiten des Iran. So kompliziert ist der Orient. Im Irak haben die verheerenden Bombenanschläge und Meuchelmorde in letzter Zeit wieder zugenommen. Auch wenn sich die verbleibenden amerikanischen Soldaten meist in ihren Quartieren verschanzt halten. Wer durch die betonierten Straßen von Bagdad fährt, spürt die unerträgliche Spannung, die weiterhin auf der Bevölkerung lastet. Wer kann schon der Erfolgspropaganda, die aus Washington herübertönt, Glauben schenken? Es war wohl ein Fehler Präsident Obamas, Afghanistan die Priorität vor dem Irak einzuräumen. By the end of this month, we will have removed 100,000 troops from Iraq and our combat mission will be over in Iraq. Nur mit gemischten Gefühlen kann man jene GIs betrachten, die bei ihrem Abzug über Kuwait strahlend behaupteten, sie hätten den Krieg gewonnen. Da tauchen dann wirklich Erinnerungen an die Räumung Südvietnams durch das Gros der amerikanischen Armee im Jahr 1973 auf. Auch wenn der Abmarsch aus Mesopotamien sich heute nicht wie damals zu der gebieterischen Forderung der Heimat vollzieht, bring the boys home. Den Medien zufolge hängt in Zukunft alles von Afghanistan ab. Deshalb sollten wir einen Rückblick auf die vergangenen 30 Jahre werfen, so wie ich sie selbst erlebt habe. Als sich im Jahr 1981 die Mujahideen des Hizb Islami, des Widerstandskämpfers Gulbuddin Hekmatyar, in ihrem Feldzug gegen die Sowjetunion begleitete, riefen sie nicht nur Allahu Akbar, sondern ebenfalls Markba Amerika, Tod den Amerikanern. Eine absurde Kampfansage, so schien es, zu einem Zeitpunkt, als diese Gotteskrieger vom Pentagon und der CIA über Saudi-Arabien und Pakistan mit Geld und Waffen versorgt wurden. Der grundlegende Fehler der amerikanischen Orientpolitik war wohl von Anfang an die Vermutung, dass ein Gegner der Sowjetunion ein Freund Amerikas sein müsse. La Harbi, la Sharqi.
Islami, weder Ost noch West, sondern nur der Islam. So sangen damals meine Gefährten. Heute setzt die westliche Allianz ihre Hoffnungen auf die afghanische Nationalarmee und den Ausbau einer Polizei, der niemand über den Weg traut. Doch auch in Gesprächen mit den Offizieren der Nationalarmee spürt man deren Vorbehalte als Tagelöhner der Ungläubigen gegen die eigenen muslimischen Brüder eingesetzt zu werden. Noch hält das Kommando von ISAF die Behauptung aufrecht, die nebulöse Organisation Al-Qaida fände ihr Refugium am Hindukusch. Längst haben sich jedoch die Schwerpunkte dieser zersplitterten Terroristenorganisation nach Pakistan, nach Somalia und vor allem nach Jemen verlagert. Was nun Osama bin Laden betrifft, so sagen heute manche Spötter in Kabul, diese arabische Ikone der islamischen Revolution sei in Wirklichkeit ein Werkzeug der Amerikaner gewesen. Osama ist der Bruder von Obama, heißt es gelegentlich. Der Faktor Islam wird immer noch falsch eingeschätzt und unterbewertet. Erkennbar wird der Glaubenseifer in den verzückten Gesichtern der Betenden, wenn sie sich am Freitag zur Khutba in der Hauptmoschee von Kabul versammeln. Für sie ist die Präsenz bewaffneter Ungläubiger auf islamischem Gebiet ein unerträglicher Verstoß gegen die Gesetze Allahs. Allen Dementis zum Trotz, die Situation der westlichen Allianz verschlechtert sich von Woche zu Woche. Ohne Probleme kann man in Kabul über Verbindungsagenten der Taliban Filmaufnahmen der Insurgenten, hier der Hizb Islami, erwerben. Die Provinz Nuristan, in der sich dieses Gefecht abspielt, ist von den Alliierten vollends geräumt worden. In Kabul versucht Präsident Karzai verzweifelt, einen Waffenstillstand mit den Führern der Aufstandsgruppen zu erreichen. Die Amerikaner verfolgen diese Kontakte mit Argwohn. Mögen sich die großen Städte tagsüber noch halbwegs unter Regierungskontrolle befinden, auf dem Land und bei Nacht treten die Taliban und deren Parallelverwaltung die Herrschaft an. General Petraeus hat hier eine Strategie nach irakischem Muster einleiten wollen. Vor allem in den Hochburgen der Taliban, in den Provinzen von Helmand und Kandahar, hoffte er, eine Stabilisierung zu erreichen, sodass man mit der örtlichen Bevölkerung und ihren Stammesführern, ihren Malek, zu einem friedlichen Ausgleich käme. In Helmand ist dieser Versuch bereits fehlgeschlagen. Die Menschen von Kandahar, die Kontakt zu den Besatzern pflegen, fürchten sich vor der Rache der allgegenwärtigen Taliban. Die Deutschen in Afghanistan. Die ersten Jahre hatte die Bundeswehr wohl wirklich geglaubt, mit Verzicht auf Offensivaktionen, durch Brunnenbohrungen, durch den Bau von Schulen, durch sanitäre Betreuung die dortigen Stämme für sich zu gewinnen. Diese Stunde der Euphorie ist längst verflogen. Allenfalls kann man sich darauf berufen, dass in den Straßen von Kabul Mädchen in Uniform zur Schule gehen. In den meisten Provinzen ist das wohl kaum vorstellbar.
Die in der Festung Mazar-i-Sharif stationierten deutschen Soldaten sind nicht einmal in der Lage, die berühmte blaue Moschee in ihrer Nachbarschaft zu besuchen. Die erdrückende Mehrheit bleibt hinter den Schutzwällen ihrer Bunker eingesperrt. Vor allem der Stützpunkt Kunduz ist zum Brennpunkt der unerwartet im Norden aufgeflammten Kämpfe geworden. Trotz amerikanischen Drängens gestaltet sich die Aktivität der deutschen Militärbasen weiterhin überwiegend defensiv und mutet oft schwerfällig an. Auf den asymmetrischen Krieg war die Bundeswehr nicht gefasst. Ihre Kommandostäbe waren auf die Entscheidungsschlacht mit sowjetischen Angriffskeilen in der norddeutschen Tiefebene vorbereitet. Immerhin sind ein paar vorgeschobene Stellungen außerhalb der Festung Kunduz ausgebaut worden. Allzu weit in das unsichere Feindesland hat man sich nicht vorgewagt. Die benachbarte Provinz Barlan befindet sich überwiegend wieder unter der Kontrolle der Taliban des Mullah Omar. Die extrem südliche ISAF-Stellung an der strategischen Straßengabelung von Kul-e-Khumri dürfte auf Dauer schwer zu halten sein. Beim Besuch der Höhe 431 im Distrikt von Shahadahr wurden wir von den deutschen Soldaten mit der Bemerkung begrüßt: Willkommen im Ersten Weltkrieg. Mit seinen Schützengräben, Unterständen, schussbereiten Maschinengewehren und Mörsern erinnert dieser befestigte Hügel tatsächlich an den Stellungskrieg von 1914 bis 1918, auch wenn er keinem feindlichen Trommelfeuer ausgesetzt ist. Was nun den Kontakt zu deren Herzen und Gemüter man ja gewinnen will, to win hearts and minds, so wirkt die Situation zutiefst unbefriedigend. Die Bauern bearbeiten ihre Felder. Die Kinder spähen neugierig zu den fremden Marsmenschen hoch. Der Dorfälteste, der nur eine schriftliche Beschwerde über die Beschädigung seines Hauses überreichen will, wird auf Distanz gehalten. Er könnte ja Träger einer Selbstmordbombe sein. Wer weiß, ob nicht sogar der eine oder andere Knabe zu einer solchen Gräueltat angeleitet wurde. Der alte Mann im weißen Gewand verneigt sich unterdessen zum Gebet nach Mekka. Die gepanzerten Fahrzeuge Dingo, Lux, Fuchs, Wolf und wie sie alle heißen mögen, bewegen sich im Schneckentempo. Weit größer als die Gefahr, die von den Kalaschnikows und den Panzerfäusten der Taliban ausgeht, ist die ständige heimtückische Bedrohung durch die Sprengsätze. Diese haben bisher die weitaus zahlreichsten Opfer gefordert. Die IEDs, Improvised Explosive Devices, die längst nicht mehr improvisiert, sondern mit großer technischer Expertise angefertigt werden, bestimmen nun auch das Gesicht des Krieges im Norden. Wer die vorgeschobenen Stützpunkte aussucht, die deutsche Militärbasis Kunduz nach Süden in Richtung auf die aufsässige Provinz Barlan abschirmen, gewinnt einen Eindruck von der neuen Strategie, die die amerikanischen Generale Petraeus und auch noch McChrystal entworfen haben. Sie lautet Clear and Hold, ein Ausdruck übrigens, der aus Vietnam bekannt ist. Clear and Hold bedeutet, dass man eine Region erstmal von feindlichen Elementen mit ausreichenden Mitteln freikämpft und dass man dann durch ständige freundliche Präsenz versucht, den Kontakt zur Bevölkerung herzustellen und eine nachhaltige Befriedung der Region erzielt. Auf die Dauer kann man natürlich nicht die Deutschen
Elemente dort verstreut lassen und sobald wie möglich sollen sie durch afghanische Polizei oder Militärkräfte ersetzt werden. In Vietnam hat sich Clear and Hold nicht bewährt. Und die Frage bleibt bestehen, ob sie in Afghanistan am Hindukusch von Erfolg gekrönt sein wird. Ist sich die deutsche Schutztruppe, deren Verantwortungsbereich der Städtchen Balk umschließt, überhaupt bewusst, dass dort der Religionsstifter Zarathustra 1000 Jahre vor Christus seine Predigten aufgenommen hatte? Friedrich Nietzsche legte diesem Propheten das Wort in den Mund, wonach die Staaten die kältesten aller kalten Ungeheuer sind. Die bislang relativ ruhige Nordregion ist inzwischen zum stark gefährdeten Vorfeld des Krieges geworden. Amerikanische Kampfverbände sind dorthin verlegt worden. Der Nachschub für die US-Armee ist auf seinen Transitrouten in Pakistan durch Überfälle bedroht. Deshalb muss heute das Gebiet der ehemals sowjetischen Republiken Zentralasiens, sogar der Luftraum und die Schienenstränge Russlands herhalten, um die Kampfkraft der US Army zu erhalten. Dass sich daraus eine Abhängigkeit vom Wohlwollen Moskaus, ja sogar eine heimliche Komplizenschaft mit den Russen ergibt, liegt auf der Hand. Man hätte manches lernen können von dem 8-jährigen Feldzug, den die Sowjetunion mit beachtlicher Bravour am Hindukusch führte. Ein Blick auf die Rudel zerstörter Panzerwracks im Panjshir-Tal wäre überaus aufschlussreich gewesen. General Petraeus durfte nachdenklich das Bild des sowjetischen Oberbefehlshabers General Gromov betrachtet haben, der immerhin würdiger als die Amerikaner in Vietnam als letzter Soldat der Roten Armee die Brücke über den Amudarya in Richtung auf die Heimat passierte und damit die endgültige Niederlage eingestand. Man hat die Situation hier am Hindukusch häufig mit jenem Great Game, jenem großen Spiel verglichen, das sich das britische Weltreich und das zaristische Russland vor ungefähr 100 Jahren in Zentralasien um Einfluss und Besitz lieferten. Aber die Kräfte sind heute ganz andere. Die Amerikaner sind an die Stelle der Europäer getreten. Und bei all ihrer Macht und Technologie wissen die klugen Generäle des Pentagon, dass es hier nicht mehr um Sieg geht, sondern um einen halbwegs ehrenvollen Abzug in einigen Jahren. Die wirklichen Mächte, die bodenständigen Mächte, sind nun einmal jene islamischen Massen von 1,3 Milliarden, die sich untereinander streiten und bekämpfen, die aber durch ihre Demografie, durch ihre erdrückende Bevölkerungszahl Europa mehr beängstigen durften als durch die gelegentlichen Terroranschläge. Es bleibt vor allem in unmittelbarer Nachbarschaft von Afghanistan das Reich der Mitte, die Volksrepublik China, die die ganze Gegend mit ihren Verkehrswegen durchzieht und darauf bedacht ist, die Rohstoffe dieser immensen Region für sich zu pachten. Streng abgetrennt vom rührigen Treiben der Stadt liegt die Festung Kunduz in öder Erwartung. Zu ihren Füßen schlängelt sich der Kunduzfluss und dahinter dehnt sich die Tatarensteppe. Was belastet die Stimmung bei den deutschen Soldaten? Es mag einerseits die erzwungene Untätigkeit sein, die Lähmung, die ihnen auferlegt ist. Aber viele sind sich auch der Sinnlosigkeit dieses Feldzuges am Ende der Welt bewusst geworden. Auf die Patrouillen im Umfeld der deutschen Stützpunkte lauert der heimtückische Tod durch die feindlichen Sprengsätze. Der Auftrag Europas zu imperialer Größe ist endgültig in Afghanistan erloschen. Von einem Krieg für Gott und Vaterland kann für die meisten deutschen Soldaten ohnehin nicht die Rede sein.
Die ritterlichen Ehrbegriffe, denen man sich einst verpflichtet fühlte, haben keinen Platz in diesem gnadenlosen Partisanenkrieg. Die Atlantische Allianz tritt am Hindukusch gegen die glaubenstrunkenen Krieger Allahs an. Welche religiösen Überzeugungen können die jungen Deutschen ihnen entgegensetzen? Wie aus einer fernen Epoche, deren Frömmigkeit und würdige Tradition verloren gegangen sind, tönt der militärische Choral, der im Angesicht des Soldatentodes die Macht der Liebe verherrlicht.